Also komischerweise ist hier keiner mehr und der RS3 ist auch weg, ne? Ja, ich sag dir das schon. Wir haben jetzt den Chef von dem Wasserhaufen hier hinbestellt. Haltet euch ein bisschen bereit. Kann natürlich sein, dass der kooperativ ist, aber im Zweifel sollte das eskalieren. Schussfreigabe auf alles, was sich hier bewegt, wenn das nicht nach unseren Nasen tanzt. Also alle die Waffen schon mal bereit machen. Wenn ihr irgendwas Merkwürdiges von Wasserhahn aufschlägt, erschießt es. Und du mitkommen. Ja. Was hat der Trottel da an? Ja. Cool. Wenn ihr jetzt die Neuen verarscht, reißt euch den Arsch auf, ne? Nein. Ja, nein, wir machen einfach nur Nein, ja, doch, komisch, dass ich gestern die neuen Liedern kennengelernt habe und heute laufe ich damit rum. So, aus dem Grund bist du nicht hier, Wasserhahn, zuhören. Ja. Was hast du deinen Leuten erzählt, woher du die Waffen hast? Gar nichts. Wissen die, dass du die Waffen hast? Das wissen ganz kleiner Kreis. Ein ganz kleiner Kreis. Geht der ganz kleine Kreis möglicherweise immer noch davon aus, dass Barton der Waffenhändler ist? Nein. Das, ich sag, wie es ist, Markus und Kassa wissen nicht mal irgendwas, ne? Sag ich dir ganz ehrlich, weil das wäre einfach viel zu aufwendig. Deine Leute stehen aber heute in deiner Abwesenheit maskiert um den Macebank Tower herum, klingeln meine Leute an. Sieht ganz stark danach aus, als wenn deine Leute meine Leute hops nehmen wollten. Und wenn die verfolgt werden, fahren die wie die Berserker durch Davis, um sich zu verpissen. Hey, warte mal, ich hab nur irgendwie grob irgendwas gehört, das gab ein Missverständnis oder irgendwas wegen Markus oder so. Missverständnis wegen Markus, Wasserhahn. Der Macebank Tower wird observiert. Louis' Telefon wird angeklingelt, sofort wieder aufgelegt, um zu checken, ob er da ist. Kurz danach steht ein schwarzer RS3 mit roten Scheinwerfern oben am Macebank Tower und observiert den Bums mit zwei maskierten Leuten drin. Die Karre fährt weg, einer von meinen Leuten hinterher, versucht die anzuhalten, schreit die an. Die verliefern sich die Verfolgungsjagd des Todes quer durch Davis, entkommen aber. In dem Augenblick, während die noch die Verfolgungsjagd haben, umkreisen wir selber den Macebank Tower, um zu gucken, wer noch den Macebank Tower observiert. Wer steht observierend am Macebank Tower in irgendeiner Wichserkarre, komplett maskiert, in schwarz, in einem schwarzen Auto? Tascha und Markus wollten vor uns abhauen. Wir stellen die allerdings auf dem komischen Zementgedönsgelände. Die es für eine gute Idee gefunden hätten, so zu tun, als wenn sie uns observieren und hops nehmen würden. Die aber gar nichts mit den anderen, die uns observieren und möglicherweise hops nehmen wollen würden, zu tun hätten. Wie glaubhaft soll die Scheiße denn sein? Aber und das ist alles nicht komisch, das ist fucking obvious, Wasserhahn. Und als allererstes taucht die Scheißkarre, mit der du gestern Abend bei uns warst, da vorne auf. Das war die allererste Karre, die da aufgetaucht ist. Ja, aber also ich sag mal so, ne? Also ich dachte, wie es ist, ne? Also ich hab auf jeden Fall niemandem irgendwas gesagt. Das Ding ist, klär aber, das mit deinen Leuten, wer das war, und gib uns den Schuldigen. Ansonsten ist vorbei. Und das ist mein Scheiß Ernst. 24 Stunden. Das ist die Deadline. Aber für was denn jetzt? Klär das und find raus, wer uns observiert hat und heute Hops nehmen wollte. Ja, kann ich. Und liefer uns auf einem verfickten Silbertablett derjenige, der das heute zu verantworten hat. Habt ihr das auf Twitter gesehen? Was denn? Das Bild von den Wasserhahns? Guck mal, Twitter Global. Guck mal das Bild und guck mal auf das Kennzeichen. Hashtag tot? Alter, weißt du, wie lange das her ist? Alter, das ist aber richtig alt. Das war das, wo wir nachmittags die Ballerei mit denen hatten. Ja. Wollen wir jetzt wieder Ärger machen, nur weil wir jetzt gerade mit euch da oben standen und oder wieso was? Wieso posten die das vor 4 Minuten? Keine Ahnung, weil das gerade jetzt für mich danach klingt, weil wir gerade mit da oben bei euch standen. Ja, jetzt wollen sie wieder... Doch Mann, da hab ich ja gar keinen Bock drauf, ne? Also, du merkst, glaube ich, dass mein Geduldsfaden ganz, ganz, ganz am Ende ist. Ja, pass auf, hör mir zu. Yeah. Wenn während wir da was klären, ja, und ich Leute von Dallombra da stehen habe, welchen Krieg ihr mit den Dallombra habt oder welche Differenzen, interessiert mich nicht. Aber wenn die da stehen, das als Anlass genommen wird, die zu provozieren mit irgendwelchen Bildern auf Twitter, dann reiß ich euch dafür den Arsch auf. Ja, was ist denn passiert jetzt noch wieder? Vor 4 Minuten auf Twitter, während wir da weggefahren sind, werden irgendwelche Bilder gepostet von irgendwelchen alten Aktionen, als deine Leute, die Leute von den Dallombra-Hops genommen haben, am Kaffee oder keine Ahnung was.
Und wenn ich mit denen da stehe und ihr der Meinung seid, mich damit zu disrespekten, dass ihr, während ich da stehe, die Leute disrespektet, mit denen ich da stehe, fühle ich mich damit disrespektet. Und dann frage ich dich, willst du mich damit disrespekten? Dann komme ich nochmal hoch. Nein, Herr Batzer, bitte beruhigen Sie sich. Dann wird das sofort heruntergenommen und dann gepostet, wenn ihr fucking Stress mit denen habt. Aber nicht in meiner verfickten Anwesenheit. Sonst könnt ihr euch gleich nicht nur ein neues Zuhause suchen, sondern sonst könnt ihr schon mal anfangen zu graben. Ja, okay. Entschuldigung, Herr Batzer. Was ein Haufen Idioten. Alter, wie dumm kann man sein? Allein schon, dass die das drauf angelegt haben, während wir da im Gespräch sind, auf dem Platz zu halten und durchzulaufen komplett durch die Sache. Also diese Typen, die haben echt... Ich weiß nicht. Denen ist nicht schwer zu helfen. Wird trotzdem da hier. Was? Das sind doch die ersten zwei, oder? Ich hab da Hut mitgebracht. Der hat den Boot gelöst. Von euch traut sich jetzt hier hin. Ja, wir wollen das Seid klären. Ihr lebensmüde? Nein, wir wollen das nur klären. Ich hab doch Daud extra mitgebracht, der hat den Post gelöst. Das war nicht gegen euch. Seid ihr gottverfickt lebensmüde? Ich dachte, wir können das vielleicht nochmal klären. Also. Was willst du da noch klären? Ich hab euch gerade den Krieg erklärt. Ich hab gesagt, dass ich jeden einzelnen von euch jetzt abschlachten lasse. Ach du, ja, aber kann man das noch klären oder ist das nicht mehr zu klären? Weil da müssen wir, glaube ich, wegrennen. Wenn ihr von Person XY einen Auftrag bekommt, Mensch, hier, ihr sichert das alle ab. Sind da. Mensch. Was machen die hier? Oh nein. Schwitze, verteilt euch. Auf Zugriff Schussfreigabe. Sobald ich einen Zugriff gebe, Schussfreigabe auf alles, was Wasserhahn ist. Wieso überhaupt müssen wir überhaupt wieder Lombra provozieren? Ich verstehe nicht mal, was da überhaupt los ist mit meinen Leuten. Und ihr könnt provozieren, wen ihr wollt und wann ihr wollt. Aber wenn die in einem Auftrag von mir da sind, dann werden die den Auftrag ausführen. Ob das die Crusader sind, ob das die Aztekas sind, ob das die Dalombra sind. Die Dalombra sind gerade zufällig da gewesen. Das hätte jeder andere sein können. Ja, eben. Es hätte jeder verfickte andere sein können. Und jeder andere hätte euch das Gleiche gesagt. Ja, aber da muss ich verstehen. Hätten die einfach gesagt so, ey... Können hier nicht wieder gehen, gut, das war offensichtlich. Was wir mit also denen eben kurz quatschen, so, dann ist es doch was ganz anderes, als wenn mir ein Dalombra sagt, ohne da irgendwie die Brücke zu, ey, hier. Die Brücke hättest du sehen müssen, du bist nicht auf den Kopf du gefallen. Du bist an uns vorbeigelaufen. Ja, danach, richtig. Nachdem die das schon gemeint und hätten. Wenn die gesagt, ja, aber wenn die gesagt hätten, hätte man, die gesagt, jetzt halt mal deinen Mund. Spätestens dann hätte man das doch ein bisschen die Situation verstehen können und ein bisschen deeskalieren, ein bisschen sagen, okay, wir machen jetzt dies, jenes oder sonst irgendwas. Stattdessen, man läuft vorbei, offensichtlich, man läuft weiter, die Zweiten kommen, laufen auch alle vorbei. Man steht da in einem Pulk, mitten in dieser gesamten Sache. Okay, ist ja immer noch gelaufen, keiner hat auf euch das Feuer eröffnet, diese ganzen Sachen. Das lief erstmal alles dann so. Es gab eine Ansage, das Thema war durch. Okay? An diesem Punkt habt ihr euch katastrophal fehlverhalten, weil ihr absolute Dullis seid, aber das wisst ihr und das macht ihr regelmäßig, das ist keine Neuigkeit. Aber an diesem Punkt ist irgendwann fertig, wenn man dann denkt, man muss weiter provozieren, wenn man dann angerufen wird, eine Ansage bekommt von der Person, die das geregelt hat. Ja, man kann nimm mal das Ruder jetzt raus. Das Ding ist, es geht doch jetzt im Endeffekt um die Provokation, die ich gemacht habe, sondern lass mich das mit den Klären. Um die geht's überhaupt gar nicht mehr. Ja, das hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ja, so hat das Ganze seinen Lauf genommen, aber das kriegst du nicht mehr zurück. Du kriegst das, was danach passiert ist. Das kannst du nicht mehr rückgängig machen, Daud. Naja, Herr Batters, Sie haben selber gesagt, wir als Gruppierung müssen halt dafür gerade stehen, wenn Daud sowas postet. Dann müssen die da Lombras auch dafür gerade stehen, wenn die solche Calls ausführen. Willst du mich verarschen? Also, hast du es immer noch nicht verstanden? Ich sehe es einfach anders. Tut mir leid. Ja, okay. Natascha, ich hab's dir doch gerade auch schon erklärt. Ich weiß. Ich sehe es. Aber langsam musst du es doch verstanden haben. Ob du das anders siehst oder nicht, interessiert mich nicht. Uns ist es scheißegal, was ihr mit denen habt. Von mir aus könnt ihr die von morgens bis abends, könnt ihr die rund machen, in Quadrate schmieren, was weiß ich, es ist mir egal. Es ist uns egal. Richtig, aber hat es aber mit wenn uns wir dabei zu tun, sind, dann geht es um uns. Das ist uncool. Wir hätten da auch mit den Crusadern stehen können. Was hättet ihr denn mit den Crusadern gemacht? Ja, von unserem Supermarkt uns auch nicht wegschicken lassen. Also das tun wir von keinem. Punkt. Ach, ist das so? Ja, ich fahre nicht zu den Crusadern hin und sag, ist so, das ihr eine Challenge? In euren Hof rein. Habe ich so überhaupt gar nee, nicht. Ich glaube, das nicht, ist keine Challenge. Sie wollte ja, das einfach gerade nur vergleichen. Ich verstehe nicht, warum Sie gerade alles als Kriegserklärung aufnehmen. Der Einzige, der hier über Krieg spricht, sind Sie im Übrigen. Richtig, weil du die Fresse bis nach Südmeppen aufreißt. Ja, tut mir leid. Was denkst du, wer du bist? Ja, jemand, der seine Fresse aufreißt. Oder die und ihre ich, Fresse aufreißt, und, viel mehr. Und ich glaube, du bist die Erste, die ihren Kopf verliert. Das können Sie so sagen. Denn Überlatt, ne? Bitte was? Nein, ja, keine Ahnung, was das hier von Ihnen soll. Na, wenn das so ist. Ja. Aua.
Schluss jetzt! Zwei sind weiter zu Fuß Richtung Baustelle, also von hier rechts. Zusammenlaufen, nicht alleine. Die haben lila an, oder? Ja. Nee, die haben schwarz an. Ja. Nein, die kommen alle hinten hoch. Wo? Von der Baustelle aus, der große Eingang. Ja. Alle Male. 5, 6, 7, 8 Leute oder so. Ich stehe hier im FIB, die sind auch da. Achtung, die Cops ballern mit, die schießen unten. Ja, ich habe gehört, dass die Bullen mitballern. Bitte? Ich habe gehört, dass die Bullen mitballern. Ja, weil die Wasserhans auch auf die Bullen geschossen haben. Ah, fuck, Mann. Das heißt, eigentlich müsste ich mich jetzt rausziehen. Ich wollte die alle noch erschießen unten, aber hier greifen gerade die Bullen zu. Ja, ich bin mit denen hier. Ah, fuck, Mann. Alles gut, die sind auf unserer Seite. Mach nix. Der irgendwo Verletzte? Ja, hinterm Haus sind welche. Die kommen ja, da check, gerade. Ich kümmere mich um die Medics. Ja, denke ich, hier wird noch geschossen. Seid vorsichtig. Ja, die sind hinten alle. Die sind abgehauen Richtung hinten Richtung Koreat-Garage. Wir verlagern bitte alles einmal nach oben. Rides bitte einfach stehen bleiben. Die Leute, die unten verwundet sind, bitte einmal behandeln. Die wissen nicht, dass wir das angefangen haben. Ich frage mich. Also, gut, ich frage mich ehrlich gesagt seit 3 Jahren, was bei denen kaputt ist, aber so langsam. Also kurz vor euch zu hinten, nur falls ihr euch wundert, wir sind hierher gefahren, weil wir Shots gehört haben, da sind wir unter die Brücke gefahren und auf uns wurde geschossen und dann haben wir natürlich auch dass das Wasser ja, wir haben dann gesehen, dass ihr auf die geschossen habt. Ja, dann haben wir halt zurückgeschossen, ne? Ja, ja. Also ich habe keine Ahnung, was bei denen los ist. Wir sollten vielleicht auch zugucken, dass wir hier unsere 2 Verletzten ins Krankenhaus kriegen. Frage, sind die Medics schon informiert, sonst rufe ich die mal eben, komm. Okay, dann vor euch ruft die. Die haben keine Ahnung, dass sie wieder das angeleitet haben. So, einmal. Warte, schon mal. Wer beschießt denn einfach auf meine Kopf? Das war das Dümmste, was du je getan hast. Digga, bist du noch in der Brücke lang gefahren und wir wurden beschossen? Ja, kann ich doch nichts dafür, wenn da irgendwie. Keine Ahnung. Du kannst nichts dafür, das sind deine Leute! Ja, was soll ich denn machen? Die sind doch. Jeder macht. Wir fahren hier rum und werden beschossen. Was ist was passiert? Wir gebieten euch einen Kaffee an. Natürlich steigen wir aus und verteidigen uns, den wir zurückschießen. Ja, weiß ich doch nicht, was die. Sehr gut. Oh Gott. Ja, das Ding ist ja bei uns, die Wasserhans haben einen Konflikt mit den Dallombra und haben hier am Macebank Tower auf einmal wild angefangen, auf die Dallombra zu ballern. Stimmt sowas an? Ja, ja. Ja, und warum ballerst du auf uns? Ich hab nicht mal eine Kugel abgefeuert, ich bin... Ja. Hä? Ja, ich hab mich in den Bus gesetzt, ich hab damit nichts zu tun. Das hört sich jetzt komisch an, ist aber Fakt. Das Ding ist, Wasan stand tatsächlich in dem Augenblick in einem Gespräch gerade und auf einmal ist es irgendwo im Hintergrund mit den Dallombra und den Wasahans eskaliert und in einer Riesenschießerei geendet. Genau. Wir waren hier ganz normal im Gespräch und deswegen bin ich ja auch von da drüben hier nur ein Stück rüber in den Bus, damit ich nichts abbekomme. Ich habe damit nichts zu tun. Wir kommen nochmal auf dich zurück. Okay. Aber nicht jetzt. Jetzt hat das Medizinische erstmal Vorrang. Okay, hier. Gut. Jungs, machen wir? Ja. Frage wird irgendwo... Hier springe ich nicht rüber. Ja, warte. Oh mein Gott, was... Oh nein, oh. Auch die stehen unter meiner Macht, wie du siehst. Ich weiß. Und das war euer Ende.